Dann brauchen wir jetzt einen Applaus für Hubertus Tschirner. Ein Schulterscherzel. Das haben wir ganz klassisch hier angebraten, wie so ein Schmoransatz gemacht im Grunde. Da sind Aromaten drin, wie Thymian, Rosmarin und solche Dinge. Dann nochmal ein ganz klein bisschen Knoblauch mit angebraten und ein Vorder nochmal reingesetzt. Und das Ganze ist dann gegart worden, entweder im Wasserbad, die kann ich Ihnen dann gleich nochmal zeigen, oder auch hier in einem Dampfgarer. Warum ich das vorbereitet habe, weil die einfach durch diese sehr, sehr geringe Temperatur, nämlich bei 58 Grad haben wir das gegart, brauchte dieses Stück jetzt 24 Stunden. Also jetzt ein bisschen lang für die deswegen habe ich gedacht, wir machen das mal vor, damit Sie nicht so lange warten müssen. Man kann hier natürlich auch klar haben deutlich kürzer gesehen? Arbeiten, aber Sie merken schon anhand dieser hohen Stundenzahl, das kann nur schmecken. Also, und ich sage Ihnen, man schmeckt jede Stunde dann einfach auch. Fernab von dem kann man natürlich viele, viele andere Produkte noch machen. Das heißt, wir haben es heute ein bisschen auf die Spitze fast getrieben, aber alles, was es heute gibt, gibt es tatsächlich aus der Tüte. Das ist Tütenkoch, ne? Genau, man kann auch überspitzt sagen Tütenkoch, aber damit kann ich leben. Das heißt, auch Gemüse und dieser Dinge habe ich hier einvakuumiert, also in einem vollen Vakuum. Wir haben drüben da nochmal ein Gerät, da kann ich Ihnen das nachher nochmal zeigen dann auch. Das heißt, die Produkte kommen roh rein, Aromaten dazu, in welcher Form auch immer, ob über Fonds, Säfte, über Gewürze natürlich und Kräuter. Alles das ist machbar. Beispiel Karotte, hier bin ich ganz klassisch geblieben. Ich habe ein klein bisschen Orangensaft mit reingemacht, ein bisschen Butter, ein bisschen Salz und minimal ein bisschen Zucker. Was das Ganze bringt... Hast du das dann in der Schüssel und rührst in der Schüssel rum und dann kommt es in den Beutel? Genau, oder man macht es direkt in den Beutel, schüttelt den Beutel einmal, das kann man machen und dann vermengen sich die Dinge dann. Man hat quasi saubere Finger beim Vermengen auch. Das ist ein Vorteil. Nee, also das ist Sauberkeit beim Kochen da durch das Sous-Vide-Garn. Absolut. Ist schon wirklich der Hit. Fakt ist, warum machen wir das? Weil es einfach geschmacklich natürlich, also für mich oder für uns als Köche bringt, ist natürlich immer wieder oberstes Gebot Geschmack. Und das bringt es. Man muss sich das vorstellen wie eine zweite Haut. Ich hatte vorhin schon mal gesprochen, meine Oma hat früher Bratschläuche verwendet. Ich weiß nicht, wer das noch kennt. Das sind so Schläuche, die eben, wo man einfach das Gargut reingesetzt hat. Das Ziel war, Geschmack und Aroma nochmal drin zu lassen und drin zu behalten. Ähnlich funktioniert das hier. Das heißt, wir haben eben alles an Aroma, es kann halt nichts weg. Also alles bleibt im Sackerl, wie man so schön sagt. Und durch dieses Vakuumieren hat man hier sogar noch den Vorteil, dass es einfach sehr, sehr intensiviert wird, der Geschmack potenziert wird. Und das sind alles diese Vorteile. Plastik ist natürlich immer so ein Thema, klar. Wir hatten es vorhin auch schon, dass das natürlich immer wieder nicht wegzudiskutieren ist. Aber hier habe ich... völlig, völlig sorgenfrei. Das heißt, hier überhaupt keine Möglichkeit, dass dann irgendwie Geschmacksübertragung oder sonst sowas passiert. Das ist, die sind bis 115 Grad, sind die hitzebeständig. In diesen Temperaturen sind wir gar nicht. Das heißt, das hört bei mir auf bei 80, maximal 85 Grad für dieses Gemüse zum Beispiel. Das heißt, Fleisch, Fisch, alles ein bisschen geringer. Alles, was dann andere Strukturen hat, also gemüseartig, wo dann nicht Eiweiß aufgespalten wird, sondern Stärke, benötigt einfach so die 80 Grad mindestens, dass man, sonst wären die Dinge nicht weich, das ist einfach so. Wenn man so diese Grundsachen weiß, dann kann man dementsprechend natürlich auch reagieren. Es ist auch ein Kunststoff, der keine Weichmacher enthält. Genau. Also weil die Weichmacher natürlich immer wieder diskutiert werden, dass die ja in vielen Produkten drin sind, in diesem Kunststoff nicht. Aber es ändert nichts dran. Ein Nachteil dieser Methode ist die Plastiktüte. Die kann ich natürlich insofern auch wegdiskutieren, indem ich sage, wenn ich die Sachen sowieso einfriere oder so irgendwie anders nach dem Portionieren nochmal wegpacke, dann habe ich auch einen Plastikbeutel. Von daher ist der Unterschied gering. Aber wer sagt, deswegen will ich keinen Sous-Vide-Garn, ist es auch okay. Dann kann man trotzdem in unseren Küchen kochen. Das geht auch anders. Aber wir wollen zeigen, dass in unseren Küchen, wo ja zu 90% Dampfgarer drin sind. Unsere Kunden haben ja Küchen mit einem Dampfgarer, dass sie einfach auf dieses Sous-Vide-Kochen einsteigen können, ohne dass sie irgendwas brauchen, außer entweder einen einfachen Vakuumierer oder halt den Kammervakuumierer, der natürlich eine Reihe von Vorteilen hat, wie der Hubertus noch schildert. Also was man genau zu diesem Kammervakuumierer nochmal sagen kann, das ist natürlich das Profigerät, so wie wir das halt in der Küche dann einfach verwenden. Das heißt, hier kann ich Ihnen nachher nochmal zeigen, man kann beispielsweise auch solche
normalen Twist-off-Gläser da wieder verschließen. Das heißt, jeder, der irgendwie Dinge hat wie Senf, Marmelade oder sonstige Sachen dann zu Hause, kann man hier einfach wieder voll vakuumieren in so einem Gerät. Und das ist eigentlich so dieser Vorteil, den ich dadurch nochmal habe. Fernab von dem Sous-Vide-Garen, klar, kann man jetzt überlegen, wozu brauche ich so ein teures Gerät in Anführungsstrichen zu Hause. Aber das sind genau die Punkte. Oder wer viel Kaffee konsumiert, das ist eine Möglichkeit, um Kaffee dann einfach auch dicht zu bekommen. Vor allen Dingen das Aroma zu behalten. Darum geht es ja in erster Linie. Und so kann man das natürlich mit diesem Gerät dann nochmal machen. Okay, wollen wir mal anfangen so ein bisschen. Bleiben wir in der Küche, ja. Exakt. Was ich euch mitgebracht habe, das heißt fernab von dem Garen ist das eine. Man kann Dinge auch wunderbar marinieren hier. Ich gebe euch den nochmal rum, wenn man mal so ein bisschen durchschaut. Genau. Wird das sehr, sehr glasig, natürlich durch den Druck. Das heißt, die Dinge werden gepresst und werden ganz intensiv natürlich mariniert auch. So, dass einfach Gewürze, in dem Fall Salz, Zucker, das ist so dieses Osmose-Thema, was dann passiert, Umkehrosmose. Das heißt, Flüssigkeitsentzug durch eben Zugabe von Salz, Zucker oder Säure. Und das ist das, was ich da gemacht habe. Das ist ein Spargel, den ich jetzt roh mariniert habe. Das heißt, den habe ich gestern Abend noch eingelegt. Der braucht da nicht lange. Da ist ein bisschen Zitronensaft drin, ein bisschen Zucker drin, ein bisschen Salz drin und das war's. Man kann jetzt natürlich Kerbel oder was auch immer man möchte da noch reingeben. Ich schneide euch das gleich mal auf, dann gibt es zumindest schon mal was zum Probieren, was Erfrischendes. Genau, wollen wir mal kochen? Ja, jetzt mach mal was. Das heißt, wir haben, also das Schöne ist, wir können noch so lange reden, das Zeug ist eh schon fertig. Das ist das Gute. Aber das ist, ja, bitte. Ich habe auch eine Frage. Hau rein. Ja. Es kam eine Frage aus dem Publikum. Ja. Was ist eigentlich mit den Vitaminen? Genau, tolles Stichwort, wäre ich aber gleich noch drauf gekommen. Okay. Perfektes Stichwort, weil genau das hier natürlich das Tolle ist, die bleiben nämlich drin. Sie könnten fast gekauft sein. Nein, aber das ist genau. Das ist aber genau der Punkt, weil die bleiben nämlich hier wirklich drin. Ist irgendwie auch logisch. Und durch diese geringen Temperaturen, also wir kochen nicht bei 100 Grad, ist ja, machen wir doch ein Beispiel. Wie kochen wir normalerweise Gemüse? Wir nehmen einen Topf, füllen Wasser rein. Blanchieren das, so heißt das ja in der Fachsprache, also geben das kurz in heißes oder kochendes, / 100 Grad heißes Wasser, was gewürzt ist, natürlich sehr würzig ist, kochen das kurz, nehmen es raus, kühlen es ab, wenn wir es nicht direkt weiterverwenden und schwenken es dann nachher nochmal durch die Pfanne. Das habe ich hier nicht gemacht. Und was passiert mit dem Wasser, wo wir es drin blanchiert haben oder gekocht haben? Was machen wir in den meisten Fällen damit? Das kommt in den Ausguss. Oder wird weggeschüttet. Das heißt, eigentlich alles, was drin ist, ist einmal nach oben gestiegen natürlich durch Verdampfen oder durch den Wasserdampf. Und das, was dann vielleicht noch im Topf verbleibt, das schütte ich blöderweise dann weg. Also ist irgendwie doof. Und hier gibt es tatsächlich einfach, und das war dieses Thema roh auch, für mich so spannend, weil man einfach da mit diesen Temperaturen exakt damit spielen kann. Und wir reden nicht von Vitamin C, was natürlich gerade bei Luft natürlich sofort flüchtig wird, sondern von vielen, vielen anderen Vitaminen, die alle gewisse Temperaturen einfach hinterlegt haben. Wenn die erst dann spalten die sich meistens dann auf. Sie sehen übrigens sehr gut aus mit diesen Zähnen. Vielleicht gibt es hier einen Zahnarzt? Nein, aber eine Zahnzusatzversicherung. Ah, da war ja was. Die Überleitung. Ja. Ich muss mich auch mal wieder ins Spiel bringen. Das war super, super. Genau, und also das heißt, Vitamine ist wirklich ein Stichwort hier und habe ich viel, viel mehr meistens noch drin am Ende des Tages, als wenn ich herkömmlich zubereite, ganz klar. Ist ja beim Dampfgarer genauso, beim Dampfgarer argumentieren wir ja auch, dass wir bis zu 50% mehr Vitamine haben im Vergleich zum Garen im Wasser. Ja, also wenn ich jetzt auch ohne Tüte einfach ganz normal im Dampfgarer sind bereits 50% mehr Vitamine nachweisbar. Wir haben hier einen Blumenkohl gemacht, das heißt, ich habe kleine Röschen durchgegeben. Das riecht immer so ein bisschen, wie Blumenkohl natürlich auch riecht. Es riecht vor allen Dingen nach Blumenkohl auch. Wie Blumenkohl riecht, ja. Ich geb euch das gerne gleich mal so roh zum Probieren noch. Das heißt, wir schütten das einfach jetzt mal hier so rein. Wichtig ist, wenn man gerade diese Sachen wie Gemüse dann immer wieder verwendet, dass die auch ein bisschen Flüssigkeit noch mal hineinbekommen in den Beutel, weil es gart dann einfach gleichmäßiger und besser. Dann haben wir hier unsere Karotten gemacht. Auch da ein bisschen Butter drin, wie ich schon gesagt habe, ein bisschen Würze. Was auffällt ist, die Farbe bleibt einfach extrem erhalten dadurch. Und dann klar, wie könnte es anders sein? Ein bisschen Spargel muss natürlich auch sein. Und diese Zeit macht das Sinn, absolut. Ja. Das Schöne ist, alles was hier an Form auch mal entsteht, ich zeige Ihnen das. Das heißt, mehr Geschmack geht nicht. Ja. Also, das heißt, alles was Sie hier an Form haben,
nutze ich immer wieder für alles, was ich in meinen Gerichten dann nochmal habe. Das heißt, ob ich das jetzt hier einfach nur beiseite nehme, kräftig runter reduziere, ein bisschen mit Butter aufmontiere und nachher übers Essen nochmal gebe oder da drin dann einfach mein Gemüse schwenke, bleibt jedem überlassen. Aber hier ist voller Geschmack drin, ganz klar. So. Das ist ja auch bei vielen Fleischrezepten so, dass man im Prinzip vorher komplett fertig kocht, indem ich Butter, die Gemüsebrühe und Öl mit reingebe und dann aus dem Beutel praktisch die Soße gleich mitgemacht habe. Absolut. Ich kann ihn am Sonntag früh einfach aufstehen, die Sachen in den Dampfgarer geben und wenn der piepst, ist alles fertig und ich habe überhaupt nichts getan und trotzdem ein komplettes Essen. Wie zu Hause, nehmt euch mal ein Stück, das ist wie gesagt roh mariniert. Wer irgendwie allergisch dagegen ist, natürlich nicht probieren. Ich selbst bin leider ein bisschen allergisch gegen rohen Spargel. Das ist auch so ein Thema, was ich da... Ja, alles gut. Ist nicht so schlimm. Nee, sonst würde ich es nicht... Ich probiere es trotzdem immer wieder. Gottes Willen. Genau, was wir machen, ist das Gemüse jetzt natürlich einfach hier nochmal anziehen. Aber erst machen wir das natürlich nochmal mit Pilzen. Der Klassiker beim Leipziger Allerlei sind natürlich Morcheln normalerweise. Haben Sie schon. Gut. Hier habe ich jetzt ein paar... Ich komme immer nie drauf. Champignons. Kräuterseitlinge, danke. Seitlinge. Ja, das sage ich doch. Genau, das heißt, die ziehen wir uns jetzt hier ein bisschen knackig an nochmal. Im Induktionswok. Ja, genau, da kannst du mehr dazu sagen. Die Leute wundern sich immer, weil sie denken, da ist irgendwas komisch, dass es da so reingeht. Also da ist tatsächlich eine Mulde in der Glaskeramik. Das Ganze ist induktiv beheizt, das heißt, eine Spule erzeugt ein elektrisches Wechselfeld. Dieses Wechselfeld wird direkt im Topfboden kurzgeschlossen. Durch diesen Kurzschluss entstehen Wirbelströme. Diese Wirbelströme erzeugen im Topfboden die Reibung und diese Reibung erzeugt die Wärme. Das heißt, ich kriege hier wahnsinnig schnell Hitze drauf und trotzdem kann ich hier reinfassen. Ich kann auf diese Platten fassen, weil im Prinzip die Wärme nur die Abwärme vom Topfboden ist. Also nebenbei habe ich jetzt schon mal das Fleisch hinten rausgeholt, wie gesagt vorgegart und ich habe es nur noch mal regeneriert jetzt, auch bei diesen 57 Grad, bei denen ich das im Grunde gegart habe. Wie lange dauert das Regenerieren dann? Weil das ist in deinen Büchern auch immer so ein bisschen Fragezeichen. Ja. Eigentlich steht drin, genauso lang wie vorher, aber das muss ja eigentlich gar nicht sein. Na klar muss es die Kerntemperatur haben, aber die müsste es auch, wenn es bereits gegart war, auch schneller bekommen. Mag noch mal jemand. Also das exakte Stichwort, natürlich ist es abhängig von dem Produkt und der Temperatur am Ende des Tages, das heißt, je dicker das Produkt, umso länger dauert es natürlich. Wenn ich allerdings bei 80 Grad erwärme, geht das auch schneller als bei 56. Also das sind einfach diese Parameter. Da gibt es wirklich Tabellen dazu, wie lang benötigt ein, wir haben es in der Tat versäumt, im Buch reinzubringen. Ja. Aber im Internet gibt es dazu Tabellen, wenn man sicher sein möchte. Aber ihr seid halt auch sehr vorsichtig, weil es wichtig ist, dass ihr nicht über die Kerntemperatur drüber kommt, die ihr jetzt von dem Produkt wollt. Ne? Exakt, weil es übergart dann natürlich. Ja, und weil das macht er ja nur im Prinzip dann übers Anbraten, wenn er es rausholt, dann nochmal ganz kurz anbraten. Und da geht er dann erstaunlicherweise mit Irrsinnstemperaturen genau. ran. Genau, ne? Also kurz und knackig ist da das Stichwort. Das heißt, dass man hier wirklich nochmal kurz und knackig Hitze drauf bekommt. Das ist das eine Thema. Und vor allen Dingen Röststoffe. Genau. Und der Teppanyaki kommt aus dem Japanischen. Tetsu ist japanisch und heißt Eisen. Pan heißt Platte und das wird assimiliert eben zu Teppan. Und Yaki heißt einfach gebacken, gebraten, nicht gebacken, gebraten. Einmal riechen. Also es riecht schon sehr, sehr lecker. Okay. Ich gebe euch das gleich mal rum zum... Komm, ich gebe es gleich. Auf, oder Alex, du? Ich gehe mal rum. Einmal rum. Max, einmal rum zum Riechen. Oder warte mal, ich lege dir das Fleisch nochmal mit rein, dann kann man das nämlich hier nochmal ganz gut sehen. Also... Um es mal auf den Punkt zu bringen, wenn man das jetzt sieht, sexy sieht das nicht aus. Also, das ist leider so ein Punkt. Man sieht halt hier, zum einen sieht man natürlich das Produkt, zum anderen sieht man aber auch hier die Flüssigkeit. Weil was ist denn das Problem immer? Das geht mir in den Pfannen genauso. Wenn ich jetzt würze, fliegt es mir halt meistens irgendwo hin und ist nicht da, wo ich es hinhaben will. Und hier kann ich es halt besser dosieren, deswegen mache ich das immer. Also Salz auf dem Teepan, nicht aufs Fleisch. Auch gut, oder? Ja, wir salzen in den Teepan. Der will ja auch was davon haben. Ja, Und was wir mal machen können, ich schneide mal einfach ein Stück an, damit wir diese Unsexiness, wie ich es so schön genannt habe, mal revidieren können. Das heißt 58 Grad. Das Schmorgericht ist normalerweise schon so grau, wie man es auch sieht. Ne? Hier habe ich es jetzt einfach ganz, ganz schön rosa. Und das ist halt hier nochmal der Vorteil. Matthias, man merkt, könntest du das mal? Matthias, mach da ein Foto. Foto. Genau. Das heißt, hier, und das zeichnet ja dieses Stück aus, gibt gleich was. Ihr kriegt auch die gerne, wir haben ja genug da.
das zeichnet ja immer wieder dieses Schaufelstück aus, diese dicke Sehne in der Mitte dann nochmal. Und die kriegt man über diese Zeit auch sehr, sehr weich. Das heißt, man kann die wunderbar mitessen, ohne dass die irgendwie zäh oder sonst irgendwas ist. Das liegt aber an der langen Garzeit, ne? Exakt. In dem Fall. Ne? Das heißt, gerade alles Kollagen denaturiert natürlich über diese lange Zeit. Das heißt, ich gebe jetzt einfach mal den Rest unseres relativ knackigen Gemüses hier mit dazu. Das können wir nochmal ein Stück höher drehen. Gehen wir da auch mal kurz und knackig. Man muss sich immer klar sein, das ist fertig gegart. Also man braucht es eigentlich nicht. Und man kann hier seinen Garpunkt wählen. Wenn der euch jetzt zu fest zum Beispiel sein sollte, kein Problem, dann mache ich halt 10 Minuten länger. Aber die kann ich halt immer wieder reproduzieren und darum geht es eigentlich. Und genau, das Wichtigste finde ich bei so einem Teepan oder auch bei einer normalen, nicht beschichteten Pfanne, dass man Ruhe mitbringt, oder? Dass man nicht anfängt, hektisch dann rumzukratzen oder so, sondern einfach... Die Dinge lösen sich von alleine, sag ich immer. Und so sieht dann das Angebratene aus. Ist klasse, oder? Genau, Kartoffelschaum, ganz kurz dazu nochmal was erzählt. Das ist eine mehlig kochende Kartoffel, da ist ein bisschen Kochwasser natürlich, ganz klassisch auch gekocht. Nicht ganz so stark gewürzt mit Salz und habe dann die mehlige Kartoffel eben weich gekocht, dann in einem Mixer mit ein bisschen Sahne, ein bisschen Butter, ganz klar, wie ein Püree, nur fließfähiger. Hier dann abgefüllt, 2 bzw. 3 Patronen, ich mache jetzt gleich nochmal eine drauf. 3 von diesen Stickstoffpatronen dann oben drauf, die bringt halt natürlich diese Fluffigkeit dann da drin, also dieses Cremige dann einfach. Dann schneide ich mal das Fleisch. Ich glaub, so. Komm, Herwig, auch wenn du anrichtest. Kriegst du das? Und ich finde, man schmeckt jede Stunde, oder? Ja. Jetzt weiß ich, warum ich hier mitmache. Und wir reden immer noch, das ist eine Schulter. Ne? Das ist nicht irgendwie ein Filet oder sonst irgendwas. Das ist wirklich ein Schulterstück. So, dann mache ich euch ein bisschen Soße noch drüber. Und dann sind wir auch schon fertig. Alex, magst du servieren? Ja, ich serviere. Lasst es euch schmecken. Und wem es nicht schmeckt... Der sagt es mir am liebsten nicht. Alles gut. Danke. Danke, danke. Also ich bin natürlich gleich noch da für Fragen und so Dingen. Grundsätzlich gilt, dass man im Grunde genommen alles in die Tüte packen kann. Alles ist theoretisch machbar in dem Beutel. Nicht alles ist lecker unbedingt. Also das muss man für sich entscheiden und jeder muss dann, also nicht lecker im Sinne von manche Sachen, die sind mir einfach lieber herkömmlich zubereitet. Das ist einfach so. Das ist, also lecker sind die anderen auch, aber es ist einfach so eine Geschmackssache, muss man am Ende des Tages sagen. Ja, alles, was es dazu zu sagen gibt, findet man in diesem Buch, das man, wie gesagt, im Moment leider nicht kaufen kann, aber man kann bei ihm die Adresse hinterlassen, dann sobald es wieder rauskommt, das wird in den nächsten Wochen, hoffen wir, sein, bekommen Sie es dann zugeschickt, mit Widmung natürlich, direkt von ihm. Dann haben Sie sämtliche Rezepte zusammen. Wenn Sie es selber nachkochen wollen, brauchen Sie natürlich eine Küche von den Möbelmachern. Die ist da sehr hilfreich und dass Ihnen da auch nichts passiert und schief geht, dafür haben Sie die Versicherung vom Versicherungsbüro Hertel und Wagner. Ja. Total. Also auch die Zahnversicherung, denn Zähne brauchen Sie einfach, um das, was gekocht wurde, mit dem Sous-Vide-Garn dann auch genießen zu können. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören und wir haben das Gleiche nochmal oder was Ähnliches um 15 Uhr. Freuen uns, wenn Sie da auch wieder da sind, wenn Sie noch den Tag auf der Gewerbeschau in Hersbruck genießen. Und ja, dann noch einen schönen Tag und herzlichen Dank nochmal an Alex Hertel und Hubertus Tschirner. Danke, danke. Dankeschön. Und danke natürlich auch an dich, Herwig. Danke. Ja.